Die Pentatonik bildet man, indem man Quinten übereinander schichtet. So lange, bis man 5 Töne hat. In unserem Beispiel C wären das C, G, D, A und E. Diese bringt man in eine Reihenfolge. C, D, E, G, A und hat somit die pentatonische Skala. Anwendung findet diese Skala in Musikstücken, die sich innerhalb von einer Tonart aufhalten, aber nicht modulieren. Das Besondere an ihr ist, dass man sie über alle Akkorde innerhalb dieser Tonart verwenden kann. Die alterierte Tonleiter. Allgemein besteht sie aus diesen Tönen und am Beispiel C, C, Des, Dis, E, Fis, As, B und wieder C. Man verwendet diese Tonleiter, um Dominanten maximal zu schärfen. C7, B9, Kreuz 9, Kreuz 11, B13 oder einfach C, Alt. Die Ganztonleiter besteht, wie der Name schon sagt, aus lauter Ganztonschritten. Beispiel C, C, D, E, Fis, Gis, Ais und wieder C. Angewendet wird diese Tonleiter im übermäßigen Akkord, weil der auch in der Skala zu finden ist. C übermäßig oder C plus. Die Ganzton-Halbtonleiter, sie besteht, wie der Name sagt, aus Ganztönen und Halbtönen abwechselnd. Man sagt auch kurz GTHT. In ihrer Struktur würde sie so aussehen. Und am Beispiel C, C, D, S, F, Fis, Dis, A, H und wieder C. Man benutzt diese Skala zum Spielen über den verminderten Akkord, weil der in der Skala drin steckt. C vermindert oder C0. Und dann gibt es noch die chromatische Tonleiter. Sie besteht ausschließlich aus Halbtonschritten. Man könnte auch sagen, sie besteht aus allen Tönen, die es gibt. Beispiel C. C, Cis, D, Dis, E, F, Fis, G, Gis, A, A ist H und wieder C. Diese Skala wird keinem bestimmten Akkord zugeordnet, sondern man benutzt sie als Effektskala.